meiner Flotte, wenn ich da eine Kollaboration kann, zusammen machen zwischen den Assoziationen und den Dachverbänden, wie man das nennt. Ich meine, die heute viele Sachen schon gesagt, Herr Fischbach. Ich würde vielleicht kurz vorbeifügen, was Kunst, wo die praktiziert schon ganz lange, praktiziert, was man da bleibt, und nicht für den 80er Jahren, als das Bestandteil von diesem Projektivismus, den wir zwar beschäftigt haben, die ist einfach tun, wo Kunstwerke hergelaufen sind, gesehen, wieder gemalt gesehen, wie man im Theater, wo ich denke, hat auch schon ein gesehen, zu mir. Also wir machen ganz viel Kunst, für was Kunst? Kunst als ein Spruch, eine Form von Kommunikation, die universell ist. Schiedverein kann sich daran ausdrücken, Schiedverein versteht Kunst, ob sie er oder weiß, ohne dass er so wieder muss, viel wieder muss verlegen. Aber Künstler sind auch Leute, die immer etwas für sich preisgeben, die immer irgendetwas auch von ihrer Persönlichkeit und von ihrer Identität preisgeben. Und da muss ich noch Courage haben, für so eine Ausstellung dann zu machen, weil das könnte ja auch ein Schlüssel von seiner Persönlichkeit nur raus. Künstler sind das Individualisten, mir das ist halt nicht der Fall. Heute haben wir eine Gruppenausstellung, also ganz viele Leute, die betätigt sind. Da sehen wir den Farbklecks, das Bestandteil von einem Mantel der Protégé von der IKHMC, vom Büroservice, die ein bisschen mehr in kommerziellen Approach haben, weil da sind wir gehalten, auch Kassette zu kreieren und Bilder zu verkaufen. Das ist ein anderer Teil, aber du hast meine Damen vielleicht noch mehr zu sagen, und Leute, die das an ihrer Freizeit machen, die Kunst sich auch dem widmen. Ich grüße euch herzlich auf unserer gemeinsamen Ausstellung. Wir haben alle zusammen nicht nur mit einem Dezenter gemalt, sondern auch an unserer Vakanz an Südfrankreich an der Drom. Mir hat es gut gefallen. Wir hatten hier unser eigenes Atelier, viel Sonne, ein schönes Piscine und ein gut französisches Essen. Wie die hier gesehen haben, habe ich heute die schönen, romantischen Stiefel gemalt. Natürlich, wie alle Künstler, haben wir als Ofens auch ein gut Glas Rosé gegönnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken von unserer Wirkung. Bravo.